Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Im heutigen Video möchte ich euch heute mal hier dieses Produkt präsentieren. Und zwar ja, ist mir bei meinem letzten Mountainbike-Ausritt ja meine Lampe hinten abgebrochen. Denn die Befestigung war folgendermaßen: hier war meine Sattelstütze und von der Sattelstütze war im Prinzip so eine runde Schelle. Also um die Sattelstütze war letzten Endes so eine runde Schelle und an dieser runden Schelle hing dann so ein längliches Licht. Naja, und wenn man gefahren ist, hat das die ganze Zeit vibriert und sich hin und her bewegt. Es gab dann so eine kleine Sollbruchstelle, wo die Verbindung zwischen dieser Rohrschelle und ja diesem Halter für diese Lampe gebrochen ist. Und letzten Endes muss ich die dann ja bei ein paar Sprüngen oder bei wurzligem Gelände verloren haben. Ja, schade um die Lampe, hat mir eigentlich gute Dienste jahrelang bereitet, aber naja, also Zeit für eine neue. Also habe ich mich jetzt im Prinzip für dieses Teil hier entschieden, denn das Teil ist einfach mega. Es wird direkt an die Sattelstütze montiert. Wie es montiert wird, das werde ich euch noch zeigen. Geliefert wurde das Ganze einfach hier in so einem Päckchen. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Da drinnen war auch noch so ein ganz kleines, kurzes, glaube ich 30 oder 40 cm langes USB-Ladekabel. Dazu gibt es hier zwei unterschiedliche Gummi-Ohrringe, um, wie gesagt, hier an den Seiten das Ganze dann an der Sattelstütze zu befestigen. Und zwar werden die hier einfach nur eingeklemmt, einmal um die Sattelstütze rum und dann wieder hier herum dran. Und ja, ich finde die Lampe einfach mega. Das Ding ist einfach winzig. Ich lege es mal in die Hand, damit ihr das mal seht. Total winzig, also einfach der Wahnsinn. Super leicht zu laden. Und zwar, wenn man auf die Rückseite schaut, befindet sich hier so eine Gummi-Verschlusskappe. Wenn man die zur Seite wegschiebt, sieht man da den Anschluss. Ja, wie eingangs erwähnt, das mitgelieferte USB-Kabel ist ziemlich kurz und von daher jeder hat irgendwie, hier seht ihr das zum Beispiel von meinem GBL Charge, das Ladekabel oder vom Handy, wo das Kabel meistens 1,5 Meter lang ist, also benutze ich sowas hier. Und so könnt ihr das Ding im Prinzip aufladen, wenn die Lampe leer ist. Sprich das Licht, dann leuchtet hier eine kleine Status-LED rot und ja, wenn die aufhört zu leuchten, ist das Ding voll. In meinem Fall ist die im Prinzip vollgeladen, dann zieht man das hier wieder ab und ja, steckt, ich versuche es mal ein bisschen heller zu machen, steckt letzten Endes hier diese Gummiklappe wieder dran, damit da kein Dreck ran kann. Zum Einschalten hat man hier so einen Knopf, den drückt man etwas länger, dann leuchtet das gute Teil auch und drückt man das Ding erneut, dann läuft hier so ein Laufprogramm à la Knight Rider, drückt man nochmal drauf, dann gibt es hier so diesen Dreifachblink, also so eine Triole, und drückt man nochmal drauf, dann hat man hier nochmal so eine etwas schnellere Laufbewegung und drückt man nochmal drauf, hat man wieder das stationäre Dauerlicht. Hält man den Knopf länger gedrückt, geht die Lampe wieder aus. Ja, und ich nehme euch jetzt mit mal in den Keller oder eher gesagt in die Scheune, wo das Fahrrad steht. Und dort werde ich euch zeigen, wie ich das Teil montiere. Montiert wird das Teil ziemlich einfach. Hier sieht man noch die alte Halterung von meiner alten Fahrradlampe. Die werde ich jetzt erstmal hier demontieren, indem ich diese lange Schraube hier erstmal herausdrehe. Und wie gesagt, diese Schelle hier entferne. Jetzt nehme ich noch einen Lappen und mache das Ganze hier so ein wenig sauber. Und jetzt wird die Lampe auch schon montiert. Und zwar könnt ihr das euch aussuchen, ob ihr die mit dem Knopf nach unten oder mit dem Knopf nach oben montieren wollt. Das ist euch überlassen. Ich werde es jetzt so montieren, dass der Knopf unten ist. Und dazu setze ich hier jetzt einfach, wie gesagt, dieses Gummi hier an. Ich muss das etwas längere Gummi nehmen, da meine Sattelstütze ziemlich dick ist, die von Syntratec. Ja, und das Gummi ist schon ordentlich strapaziert hier. Ja, und schon ist das gute Stück montiert. Und ich finde diese Lampe einfach nur mega. Sieht gut aus, super winzig. Wiegt nicht wirklich viel. Ja, und die Montage kinderleicht. Ich zeige es euch nochmal. So sieht das gute Stück aus. Da sieht man hier, wie gesagt, dieses Gummibändchen.
Und ja, ich fahre mal rum. Also ich finde die Lampe einfach nur mega genial. Schaut euch das an. Da seht ihr das Ganze nochmal. Ich schalte sie mal ein. Ist das nicht genial? Und das gute Stück kostet maximal 5 oder 6 Euro. Irgendwie sowas in dem Dreh. Ich werde euch den Link unten in der Videobeschreibung verlinken. Falls ihr so eine Lampe auch haben wollt, dann könnt ihr die gerne über meinen Link beziehen. Also ich finde die Lampe mega. Von daher gab es auch von meiner Seite aus eine super Bewertung für die Lampe. Und ja, ich habe sie auch schon mal im Gelände getestet. Und ja, ist einfach nur top. Also verrutscht nicht, bleibt an der Stelle. Und ja, das Einzige, was ich denke, was kaputt gehen könnte irgendwann mal, dass dieses Gummi irgendwann nachgibt. Aber diese sollte es überall im Ersatzteilehandel geben. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Ihr dürft natürlich gerne meinen Kanal abonnieren und die Glocke drücken, damit ihr keines meiner Videos verpasst. Und sollte das Video für euch hilfreich gewesen sein, dann freue ich mich natürlich wie immer über eine kleine Spende über mein PayPal-Konto. Link dazu findet ihr unten oder den Spenden-Button direkt oben in meinem Titelbild. In diesem Sinne, ciao, euer Chris von BrainX.